Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich einen richtig, richtig guten Trading-Tipp für euch am Start. Und zwar könnt ihr mit diesem Trading-Tipp am Anfang so viele Coins machen. Es ist wirklich, wirklich leicht und da würde ich euch echt raten, das Ganze auch anzuwenden. Und zwar seht ihr schon, auf der Transferliste haben wir 27 verkaufte Objekte, auf der Kandidatenliste haben wir 4 Stück erboten. Wir schauen einfach mal, welche Spieler wir da verkauft haben. Und da sehen wir auch schon, es sind Premier League Spieler, die an sich so mittlere bis gute Werte haben, würde ich jetzt mal sagen. So ein Mbemba zum Beispiel hat ja 74 Tempo, was extrem stark ist für einen Innenverteidiger, 80 Physis. Also das ist schon eigentlich eine ganz gute Karte. Karius hat extrem solide Werte. Reed hat jetzt auch keine schlechten Werte. 69 Tempo geht voll klar. Und das sind so die Spieler, mit denen ich getradet habe. Und ihr seht schon, ich habe die alle so für 900 bis, ich würde sagen, 1500 oder so verkauft. Ziemlich unterschiedlich, aber man kann da echt richtig, richtig leicht Gewinn machen. Denn ihr müsst wissen, ich habe all diese Karten, also alle Premier League seltenen Karten, habe ich alle für unter 700 Münzen bekommen. Also für maximal 700 Münzen. Da könnt ihr euch jetzt selber mal ausrechnen, was das für ein nicer Gewinn ist. Zum Beispiel Pickford für 700 gekauft, für 850 verkauft. Ganz easy 150 Münzen. Die EA-Gebühren muss man natürlich abziehen. Die sind jetzt aber auch nicht allzu hoch. Das heißt, so circa 100 Münzen bei ihm noch bleiben da sozusagen übrig als Gewinn. Montreal für 700 gekauft, für 1000 Münzen verkauft. Sind wieder 300 Münzen Rohgewinn. EA-Gebühren müssen wir abziehen, sind ca. 50 Münzen und dann stehen wir bei 250 Münzen Gewinn mit einer einzigen Karte. Ganz, ganz easy. Ja, ein Bemba, 1400 Münzen, habe ich auch für 700 Münzen gekauft. Ich habe die Coins einfach mit ihm verdoppelt und das ist eben mit all diesen Spielern der Fall. Ich habe wirklich jeden einzelnen für 700 Münzen gekauft. Auch zum Beispiel den Damian hier. Für 700 Münzen habe ich den guten Mann gekauft. Okay, ich zeige euch jetzt, wie man diese Spieler natürlich bekommen kann. Das interessiert euch, denke ich mal. Deswegen gehen wir hier auf Qualität Gold. Natürlich, in welche Liga? In die Barclays Premier League. Okay, die heißt, glaube ich, nicht mehr Barclays, aber ist natürlich noch die Premier League. Dann Qualität Gold und dann müsst ihr einfach nur hier schauen, dass ihr auf Spieler bietet. Das ist ganz, ganz wichtig. Da macht ihr 650 und 700 bei Startpreis. Und dann geht ihr hier einfach auf diese Karten, die halbwegs gut aussehen und bietet da einfach mal drauf. Ja, zum Beispiel ein Long hat saustarke Werte, 83 Tempo, 73 Shooting, 80 Physis. Da passt eigentlich alles. Wilshere ist ein bisschen mehr wert, glaube ich. Da lohnt es nicht wirklich, sich da Gedanken zu machen, dass wir den da bekommen könnten. Mignolet können wir auch mal bieten, 700 Münzen. Ihr bekommt natürlich nicht jede Karte. Aber wenn ihr eine Karte bekommt, dann stellt ihr die dann einfach für mindestens 900 Münzen auf den Markt. Und ich würde euch raten, immer den Startpreis und den sofort Maximalkaufpreis zu variieren. Also ich würde jetzt nicht direkt 900 und 950 für 900 und 950 den dann reinstellen, sondern vielleicht für 900 und 1100 oder so. Sondern, also ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, dass ihr da einfach ein bisschen eine Variation habt, dass dann die Spieler nicht alle gleich reingestellt sind. So, Holebas können wir auch bieten. Mignolet, wie gesagt, geht auch klar, aber der wird, glaube ich, weggeboten. Nyon geht auch voll klar mit 650 Münzen. Und ihr müsst halt wirklich bedenken, das sind jetzt gerade Premier League Spieler, die rare sind und keine schlechten Werte haben. Und dafür sind die halt wirklich extrem günstig. Slimani mit einem 82er Rating auch so extrem günstig. Ayu kann man auch bieten. Dann nochmal Slimani wäre natürlich möglich. Und Lamela geht auf jeden Fall auch voll klar. Den habe ich auch zweimal bekommen und noch zweimal verkauft. Dann haben wir hier Mbemba für 700 Münzen. Schauen wir mal, ob wir den hier bekommen können. Pickford könnte man auch mitnehmen. Ich nehme jetzt noch einmal hier Amarty mit. Okay, der wurde weggeboten. Milner für 700 Münzen. Cedric 57 geht auch noch voll klar. Und sonst würde ich sagen, einen holen wir uns noch. Und zwar den guten alten, machen wir nochmal Reed. Ja, wobei 700 Münzen ist schon ein bisschen viel. Machen wir Baines, 82er Rating, mal schauen. Werden wir, glaube ich, nicht bekommen. Aber ja, ihr seht es hier, da haben wir ein paar Stück bekommen. Also die ersten vier, die hatte ich gestern schon erboten. Ne? Monreal für 650, Markovic für 700, Ings zweimal für 700. Jetzt haben wir den Long bekommen für 650, den Nyom auch für 650. Den Slimani für 700 und den Ayu für 700. Also ihr seht schon, das ist echt leicht, an die Spieler zu bekommen. Hier haben wir dann leider keinen mehr bekommen. Die sind dann doch alle für ein bisschen mehr weggegangen. Aber natürlich, die Spieler, die wir jetzt bekommen haben, stellen wir jetzt auch nochmal auf den Markt. Das möchte ich euch natürlich auch ganz klar zeigen. Slimani, ihr müsst jetzt nicht eigentlich unbedingt auf den Preisvergleich gehen. Aber Slimani zum Beispiel kannst du schon locker so für 1100 oder so verkaufen. Ich mache jetzt einfach mal hier so 950 und 1100.
stellen den guten Mann rein. Monreal genau dasselbe, wobei da können wir sogar noch höher gehen. Da gehe ich jetzt mal hoch auf 1300 und biete den einfach mal an. Also ich würde euch raten, die Preise nie immer genau gleich zu machen. Also nicht, dass da jetzt alle für 1300 oder so drin sind, sondern dass ihr da auch ein bisschen variiert. Ayu stelle ich für 1200 rein. Ings hat ja auch eigentlich gar nicht so schlechte Werte. 1100 machen wir bei ihm. Dann nochmal Ings, mache ich weniger, mache ich 1000 bei dem jetzigen Ings. Und dann haben wir noch drei weitere Spieler dazu zählen oder beziehungsweise dazu gehören. Nyom, den kann man auch gerne mal reinstellen für 1200. Dann noch den Long, der wirklich eigentlich sehr, sehr gute Werte hat. Den packen wir rein für 1400, einfach mal ein bisschen richtig überteuert. Und dann noch den Markovic, den stelle ich rein für 1100 Münzen. Und das ist eigentlich auch schon die Trading-Methode. Ist extrem leicht, so könnt ihr extrem leicht Coins machen und das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Ihr bekommt, würde ich sagen, die Hälfte der Spieler, auf die ihr bietet. Vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist ja auch nicht schlimm, denn ihr könnt ja auf so viele Leute bieten, wie ihr wollt. Und auf der Transferliste könnt ihr eben sehen, dass es wirklich funktioniert. Ich habe halt wirklich jeden von diesen für 700 Münzen bekommen. Auch zum Beispiel den Chudley für 700 Münzen gekauft, für 900 verkauft. Ist auch ein ganz easy Gewinn von 150 Münzen und das kann man auf jeden Fall alles gerne mal so machen. Ja Freunde, das ist an sich die Trading-Methode, so eine kleine overpowerte Barclays Premier League Methode. Falls ihr Fragen habt zu dieser Trading-Methode, schreibt mir diese unbedingt in die Kommentare rein, aber an sich ist das jetzt auch schon der Trading-Tipp gewesen. Ja, falls es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lässt, vielleicht sogar ein Abo, falls ihr neu seid, damit ihr auch die neuen Trading-Tipps nicht verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt auch noch gerne die Beschreibung abchecken. Ich habe da jetzt übrigens auch mein Equipment genau verlinkt. Auch mit den Links zu Amazon und so, dass ihr das da genau sehen könnt. Und dann war es das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.